أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إمام علي بن محمد الهادي التقي صلاة الله وسلامه عليه wurde am 3. oder 5. Rajab im Jahre 214 nach der Hijra geboren in Al-Madina. Und er starb am 3. Rajab im Jahre 254 nach der Hijra in Samarra. Und gemäß unserer Vortragsreihe über die 14 Masumin gehört dieser reine Imam zu den Imamen, über die man nichts weiß. Genauso wie sein Vater Imam Al-Jawad. Aber ich hoffe, dass wenigstens jetzt die Anwesenden, nachdem wir unseren Vortrag über die Biografie des Imams abgehalten haben, dass sie wenigstens nun einen Überblick über das Leben von Imam al-Jawad haben. Denn wir hatten gesagt, dass Imam al-Jawad eine Spezialität hatte, die kein Imam vor ihm hatte. Wer kann sich erinnern, welche das war? Weswegen Imam al-Rida alayhi salam sagte, Imam al-Jawad ist die größte Ehre für die Anhänger von Al-Muhammad alayhi salam. Wer kann sich erinnern, was für eine Spezialität Imam al-Jawad hatte? Richtig, richtig. Also nicht in jungen Jahren ein reiches Wissen, das hatten sie alle, aber in jungen Jahren betrat er die Position des Imamats mit 8 Jahren. Ja, das war eine Sache, die ihn ausgezeichnet hatte. Und auch er und auch Imam al-Hadi a.s. trägt den Beinamen al-Askari. Weshalb Imam al-Hadi und Imam al-Askari beide wie genannt werden? Al-Askariyain, ahsan, richtig, die zwei Askaris. Sein Vater Imam Muhammad al-Jawad alayhi afdalu salatu wassalam, der in einem sehr jungen Alter gestorben ist. Wer kann sich erinnern, wie alt er war, als er verstarb? 25 Jahre alt, richtig. Ein Imam, der mit 25 Jahren vergiftet wurde. Und viele von uns, die hier anwesend sind, sind eventuell bereits entweder gleich so alt oder eventuell schon älter als dieses Alter des Imams, alayhi afdalus salatu wassalam. Wie wir erzählt hatten, Imam al-Jawad war zunächst verheiratet mit Umul Fadl. Umul Fadl war die Tochter von wem? Jetzt fragen wir mal das Wissen ab über das Leben von Imam al-Jawad, um das ganze Wissen nochmal zu festigen. Imam al-Jawad war zunächst verheiratet mit einer Frau, die al-Fadl hieß. Sie war die Tochter von wem? Ihr müsst jetzt nicht den Namen sagen, sondern wenigstens, wer das genau war. Nein, nein. Muawiyah ibn Abi Sufyan lebte schon einige Jahre zuvor. Auf jeden Fall der Tyrann der Zeit. Der Tyrann der Zeit, richtig. Wer kann es bestätigen oder nicht? Also Imam al-Jawad a.s. war verheiratet mit zwei Frauen. Einmal mit al-Fadl und einmal mit der Mutter von Imam al-Hadi a.s. Wessen Tochter war al-Fadl? Und in dem Fall kann ich, ja? Nein, nein, nein. Richtig, genau, Ahsad. Und zwar, sie war die Tochter von Al-Ma'mun. Was haben wir gesagt, wieso Al-Ma'mun seine Tochter mit ihm verheiraten wollte? Richtig. Dass die beiden Linien zusammenkommen, richtig. Der Ma'mun war von den Abbasiden. Die Abbasiden waren die Cousins der Imame der Ahlul Bayt, alayhi salam. Und Al-Ma'mun hatte die Idee, dass er seine Tochter mit Imam al-Jawad verheiratet, damit die Nachkommenschaft daraus eine Vereinigung dieser beiden Linien darstellt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat verhindert, dass Kinder aus dieser Ehe entstanden sind, sodass Imam al-Jawad dann die Mutter von Imam al-Hadi geheiratet hatte. Diese trug den Namen Sumana al-Maghribiyya. Sumana al-Maghribiyya war die Mutter von Imam al-Jawad, salatullahi wasalamu alayhi, und bereits ihr Beiname sagt uns, woher sie kam, nämlich aus Marokko, aus Nordafrika. Wie viele Imame hatten wir schon, die Frauen aus Nordafrika geheiratet haben? Und jetzt soll jemand kommen und sagen, jemand ist verpflichtet, nur aus seiner Kultur oder aus seiner Stadt oder aus seiner,
von seinem Land zu heiraten. Gab es nicht genug Frauen in Medina? Doch. Gab es nicht genug Frauen in Mekka? Doch. Die Imame der Ahlul Bayt a.s. wollten ein Zeichen damit setzen und sagen, vor Gott sind wir alle gleich. Inna akramakum indallahi atqakum. Der Angesehenste unter euch ist derjenige, der vor Allah der Gottesfürchtigste ist. Ja. Wenn man jemand was? Darüber gibt es keinerlei Berichte von den Imamen der Ahlul Bayt. Und die Imame selber haben vorgezeigt, wenn es bevorzugt wäre, dann hätten sie selber aus ihrer Umgebung geheiratet. Imam al-Hussein a.s. beispielsweise hat wen geheiratet? Eine Perserin, eine Iranerin. Die Mutter von Imam Sahib al-Asr wa-Zaman, ajallallahu ta'ala farajahu al-Sharif, sie war die Tochter eines römischen Imperators und konvertierte zum Islam. Das heißt, Imam al-Askari a.s. hat eine Konvertierte geheiratet. Und sie ist die Mutter des reinsten Menschen, der zur Zeit lebt. Ja, das ist eine Sache, die sich in der Kultur hereingebracht hat, die aber keinerlei islamische Grundlage aufweist. Und die Imame haben es selber vorgemacht und befreite Sklavinnen aus Nordafrika geheiratet. Deshalb wird beispielsweise über manche Imame berichtet, dass sie dunkelhäutig waren. Imam al-Jawad a.s. beispielsweise, über ihn wird berichtet, dass er dunkelhäutig war, weil seine Mutter aus Nordafrika stammt. Also Imam al-Hadi alayhi afdhalus-salatu was-salam, sein Vater Imam al-Jawad, seine Mutter Sumana al-Maghribiyya. Imam al-Jawad a.s., als Imam al-Hadi geboren wurde, war er 19 Jahre alt. Und als Imam al-Jawad starb, war Imam al-Hadi wie alt? Ganz einfach Rechnung, 6 Jahre alt. Das heißt, wir erkennen eine klare Tendenz ab Imam al-Jawad und Imam al-Hadi. Eine Vorbereitung für Imam Sahib al-Asr wa-Zaman, ajallallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Jemand mag sich fragen, was für eine Vorbereitung. Ab hier ließ sich erkennen, dass die Tendenz und das Alter der Imame, wann sie ihr Imamat betreten haben, immer weniger wurde. Sodass, wenn jetzt Imam al-Mahdi, ajallallahu faraj al-Sharif, mit 5 Jahren sein Imamat betritt und sagt, ich bin der erwartete Mahdi, dass sich keiner wundern braucht. Wieso? Schaut euch seine Vorväter an. Imam al-Hadi mit 6 Jahren, Imam al-Jawad mit 8 Jahren haben sie das Imamat betreten. Imam al-Hadi hat verschiedene Khalifen durchlebt. Einmal al-Ma'mun, danach al-Mu'tasim, danach Wathiq, Mutawakkil al-Abbasi, Gottes Fluch auf ihn, einer der schlimmsten Khalifen, die wir in der islamischen Geschichte hatten, al-Muntasir, al-Musta'in und derjenige, der ihn vergiftet hatte, nämlich al-Mu'taz. Diese Khalifen hatte der Imam, salawatullahi wa salamu alayhi, alle durchlebt. Imam al-Hadi, salawatullahi wa salamu alayhi, war bekannt für seine Opferbereitschaft. Er war bekannt für sein hohes Wissen und für seine Geduld und für seine Bittgebete. Was viele vielleicht nicht wissen, Imam al-Hadi war bekannt als der zweite Zainul Abidin, alayhi salam. Kein Imam außer Imam Zainul Abidin hat uns so viele Bittgebete hinterlassen wie Imam Ali al-Hadi, alayhi salam. Imam al-Hadi hat uns 43, nach manchen Recherchen, 43 Bittgebete hinterlassen. Imam Zainul Abidin, 51 Bittgebete. Jetzt frage ich in die Runde und ich frage mich an erster Stelle, wie viele Bittgebete kennen wir von Imam al-Hadi a.s.? Der zweite Zainul Abidin. Von Imam Zainul Abidin kennen wir wenigstens Dua bi Hamza al-Thamali. Und wenn wir dann ganz gläubig sind, die 15 Munajat. Aber wer kennt ein Bittgebet von Imam al-Hadi a.s.? Und wir nennen uns Schiiten und stolze Schiiten und keine Ahnung was. Die Frage ist, wen befolgen wir? Wir schlafen, wir kennen nicht mal Imam al-Hadi, wir kennen nicht mal die Imame, die wir befolgen. Imam al-Hadi hat 43 Bittgebete. Welche Bittgebete kennen wir? Und das Schönste daran ist, an diesen Bittgebeten, wisst ihr, worauf er sich spezialisiert hat, die Bittgebete des Imams, auf die Einflüsterungen des Satans und dass Allah subhanahu wa ta'ala die Einflüsterung des Satans von uns abwenden soll. Wie wichtig ist dieser Punkt, der jeden Menschen von uns betrifft? Jeder Mensch wird geplagt mit Einflüsterung von Iblis, la'anullah. Imam Ali al-Hadi hat uns Bittgebete hinterlassen, die diese Einflüsterung verhindern. Wie viele Bittgebete kennen wir? Daher, wenn wir heute nach Hause gehen, die Seite duas.org, kennt sicherlich jeder. Wählt oben Imam al-Taqi, Imam al-Hadi. Alle 43 Bittgebete sind da drin. Lest sie euch durch. Schaut, was für Worte Imam al-Hadi a.s. uns hinterlassen hat. Und wie wir mit seinem Erbe umgegangen sind. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Daher, wenn wir sagen, manche Imame sind wirklich vergessene Imame unter uns, das ist gar nicht so abwegig. Imam al-Jawad, vergessen. Imam al-Hadi, vergessen. Als vor einigen Jahren die Terroranschläge in Samarra waren und das Schrein des Imams zerstört wurde, gab es einen großen Aufschrei der Schiiten. Alle wurden emotional getroffen. Als wir gefragt haben, was ist passiert, der Schrein von Imam al-Hadi und Imam al-Askari wurde zerstört. Seid ihr traurig? Natürlich, wie können die es wagen, das zu zerstören? Was wisst ihr denn über Imam al-Hadi? Er ist der 10. Imam, okay. Sein Vater, Imam al-Jawad. Sein Sohn, der nächste Imam, Imam al-Askari. Was noch? Er hieß Ali al-Hadi. Was wissen wir noch über ihn? Das ist die traurige Wahrheit der Schiiten. Schreiten mit anderen Rechtsschulen und sagen, ihr seid falsch, wir sind richtig und wir kommen ins Paradies und das Paradies wurde für uns geschaffen und ihr kommt alle ins Höllenfeuer. Das können wir sehr gut. Aber das Leben unserer eigenen Imame mal kennenlernen, das fällt den meisten schwer. Das ist traurige Wahrheit. Und daran müssen wir arbeiten. Deshalb haben wir diese Vortragsreihe etabliert mit dem Leben der 14 Ma'sumin alayhimus salam. Das ist eine Grundlage für uns. Wir müssen uns schämen, wenn wir nicht das Leben der Imame kennen. Dann dürfen wir uns nicht Schiiten nennen. Weil Schiite bedeutet, ich befolge die Ahlul Bayt alayhimus salam. Wie kann ich sie befolgen, wenn ich sie nicht kenne? Wie kann ich mich Befolger und Schiite nennen, wenn ich das Leben der Imame nicht kenne? Aber deshalb seid ihr heute hier. Deshalb seid ihr heute hier und sagt, oh Allah, ich möchte das Leben der Imame kennenlernen. Erlaube mir, die Imame kennenzulernen. Erlaube mir, meine Imame kennenzulernen. Wie wollen wir am Tage des Gerichts die Fürsprache der Imame haben, wenn wir nichts über sie wissen? Du'a Tawassul sagen wir doch, Ya wajihan inda Allah, ishfa'li, ishfa'lana inda Allah. Also müssen wir das Leben der Imame kennen und dafür sind wir heute da. Lasst uns einen kleinen Überblick über das Leben von Imam al-Hadi a.s. gewinnen. Und ich verspreche euch, ihr werdet danach rausgehen mit einer Gänsehaut und sagen, oh Allah, vergib mir, dass ich nicht zuvor über das Leben von Imam al-Hadi gelernt habe. Glaubt mir. So erging es auch mir. Ich bin einer von euch. Denkt nicht, nur weil ich hier vorne sitze, weiß ich alles und habe alles selber gemacht. Ich bin einer von euch. Und ich spreche als einer von euch zu euch. In diesem Sinne. Daher verspreche ich euch, ihr werdet mit einer Gänsehaut rausgehen, wenn ihr wisst, was Imam al-Hadi a.s. für ein Leben hatte, was er für eine Opferbereitschaft gebracht hat und was für ein Wissen er gehabt hat. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allah, salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Das Leben von Imam al-Hadi a.s. begann unter schwierigeren Bedingungen als das Leben von Imam al-Jawad a.s. Wieso? Imam al-Jawad, haben wir gesagt, war 8 Jahre alt, als er getötet. Imam al-Jawad war 8 Jahre alt, als er Imam wurde. Imam al-Hadi war 6 Jahre alt. Als al-Mu'tasim Imam al-Jawad getötet hatte, ließ er jemanden rufen, namens Umar ibn al-Faraj. Er sagte zu ihm, oh Umar ibn al-Faraj, erinnerst du dich damals, Imam al-Jawad, als er 8 Jahre alt war und hier im Palast versammelt war bei al-Ma'mun, dass er zahlreiche Gelehrte blamiert hat, obwohl das ein 8-jähriger Junge war? Er sagte, ja, ich war dabei. Er sagte, Imam al-Jawad war 8 Jahre alt damals. Glaubst du, dass dieses Wissen von Gott kam oder glaubst du, dass er einen guten Lehrer hatte? Er sagte, er war 8 Jahre alt, es kann durchaus sein, dass er einen guten Lehrer hatte und deswegen diese ganzen Fragen beantworten konnte. Wir erinnern uns nochmal, Imam al-Jawad a.s. al-Ma'mun hatte ihn gerufen, hatte bestimmte Gelehrte gerufen, die mit ihm reden sollten, die ihn debattieren sollten und ihn seine Unwissenheit angeblich zeigen sollten. Einer von diesen Masakin war Yahya ibn Aktham. Yahya ibn Aktham kam voller Stolz, ein großer Gelehrter, die ganzen Gelehrten sind vor ihm versammelt und vor ihm ein 8-jähriges Kind. Er sagte eine Frage und dann sehen wir, wie viel Wissen dieses Kind hat. Die Frage, ihr könnt euch vielleicht erinnern, war, wie ist das Urteil desjenigen, der im Ihram-Zustand jagen geht und tötet. Und der Imam sagte, die Frage ist nicht verständlich. Er meinte, ja, ich wusste es, die Frage ist nicht verständlich. Ja. Er sagte, nein, ich weiß nicht, welche Fälle du meinst. War es tagsüber oder nachts? War er in der Moschee oder außerhalb der Moschee? Hat er dieses Tier getötet oder jenes Tier? Er hat ihm 16 Fälle aufgezählt. Und Yahya ibn Aktham war geschockt. Die Blamage seines Lebens hat er an diesem Zeitpunkt erlebt gehabt. Deswegen sagte Al-Mu'tasim sagte zu Umar ibn al-Faraj, Imam al-Jawad war 8 Jahre alt, er hatte eventuell einen Lehrer. Imam al-Hadi ist jetzt 6 Jahre alt. Noch hat er niemanden, der ihn beeinflussen konnte. Deshalb lass uns zu
Imam al-Hadi gehen und lass ihn uns schon mal nehmen, quasi ideologisch aufgreifen, dass keiner ihn beeinflussen kann. Er sagte, gute Idee. Wen haben sie gerufen? Einen Experten und Gelehrten ihrer Zeit, Ubaydullah al-Janabi. Al-Junaydi, Ubaydullah al-Junaydi. Sie ließen ihn rufen und das war ein Experte seiner Zeit. Er war ein Experte in Fiqh, er war ein Experte in Aqidah, ein Experte in Koran, ein Experte in Hadith, ein Experte in arabische Grammatik. Sie riefen ihn und sagen, oh Ubaydullah, wir haben einen Auftrag für dich. Er sagte, ja, worum geht's? Er sagte, hier ist ein 6-jähriges Kind. Wir möchten, dass du zu diesem Kind gehst und sein privater Lehrer wirst. Wir möchten, dass du ihn vom Islam wegbringst. Er sagte, was verlangt ihr von mir? Ich bin selber ein islamischer Gelehrter. Wie kann ich ihn vom Islam wegbringen? Er sagte, okay, dann sorg wenigstens dafür, dass er die Ahlul Bayt hasst, dass er sich von Ali und Fatima distanziert. Er sagte, kein Problem, überlass die Angelegenheit mir. Ich werde das schon regeln. Ich bin ein großer Gelehrter, das ist nur ein 6-jähriges Kind. Das wird schon kein Problem für mich werden. Ein paar Tage später hat man ihn gesehen, diesen Ubaydullah al-Junaydi. Man sagte zu ihm, und wie geht es deinem Sklaven aus Bani Hashim? Er sagte, welcher Sklave? Sie sagten zu ihm, dieses 6-jährige Kind, Ali, das du bei dir hast, wie geht es ihm? Er sagte, sag nicht, das ist ein Sklave, das ist ein Gelehrter von Al-Muhammad alayhi wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Die Menschen waren verwirrt, sie sagten, wieso, was ist passiert? Er sagte, ich habe etwas Außergewöhnliches gesehen. Ich betrat das Haus, wo Ali al-Hadi war. Ich sagte zu ihm, Kind, rezitiere mir eine Sura im Koran. Der Imam sagte, sag mir, welche Sura, welcher Vers, und ich führe die Verse fort. Ubaydullah erzählt, er sagte, ich habe die längste Sura im Koran genommen, habe einen Vers genommen und der Imam hat weiter rezitiert und rezitiert und rezitiert und alles rezitiert aus dem Kopf. Und er sagte, es war die schönste Stimme, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Im Koran heißt es, dass Dawud a.s. eine schöne Stimme hatte. Es war sicherlich, seine Stimme war sicherlich die Stimme von Dawud a.s. Er sagte, das war aber noch nicht alles. Er konnte mir sagen, zu jedem Vers, den ich genannt habe, konnte er mir sagen, wann er herabgesandt wurde, wo er herabgesandt wurde und weshalb es herabgesandt wurde. Sag mir, welches 6-jährige Kind hat dieses Wissen? Dieses Wissen ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, lasst mich nicht mit ihm allein. Denn nicht ich habe Einfluss auf ihn, er hat Einfluss auf mich. Lass mich nicht mehr mit ihm allein. Ich will nichts mehr mit diesem Kind zu tun haben. Imam al-Hadi mit 6 Jahren. Al-Mu'tasim, als er das gehört hat, was soll er machen? Er war sauer. Und wisst ihr, was er dann getan hat? Manchmal ein Mensch macht den gleichen Fehler nochmal. Er ließ wen rufen? Yahya bin Aktham wieder. Er ließ ihn nochmal rufen. Er sagte, Yahya bin Aktham, komm her. Er sagte, was ist los? Er sagte, da ist ein Kind, ich will, dass du ihm Fragen stellst, bis du ihn blamierst. Er schaut ihn an, er sagte, ist das Ali al-Hadi? Er sagte, ja. Er sagte, das ist der Sohn von demjenigen vor ein paar Jahren, der mich blamiert hatte? Er sagte, ja. Er sagte, bitte, muss das sein? Muss ich nochmal das Ganze durchmachen? Er sagte, nein, du musst ihm Fragen stellen. Gibt es keine andere Möglichkeit? Das war die Blamage meines Lebens damals mit einem 8-jährigen Kind, jetzt noch mit einem 6-jährigen Kind. Er sagte, nein, stell ihm Fragen, bis du ihn blamierst, bis wir alle seine Unwissenheit sehen können. Sein Khalif, was soll er machen? Der Arme. Er ging jedenfalls zu Ali al-Hadi a.s. Er sagte zu ihm, oh Ali, ich habe verschiedene Fragen an dich. Erstmal Fragen über Adam a.s., Fragen über Yusuf a.s., Fragen über Suleiman, über Imam Ali und über den Koran. Ich möchte, dass du mir diese Fragen beantwortest. Imam al-Hadi war noch in jungem Alter, 7, 8 Jahre alt, als ihm diese Fragen gestellt wurden. Er sagte, okay. Er sagte, die erste Frage über Adam a.s. Wie hieß der Baum, wo er diese Frucht, die verbotene Frucht gegessen hat? Er sagte, das war der Baum des Neids. Er sagte, ja, richtig. Zweite Frage. Suleiman a.s. sagt doch im Koran, wer ist imstande, mir den Thron von Bilqis zu holen? Und da stand erstmal ein Djinn auf, ihr kennt sicherlich die Geschichte, er sagte, ich hole dir den Thron, bevor du von deinem Platz aufstehst. Und dann sagte derjenige, der Wissen von der Schrift hatte, ich hole dir den Thron, bevor dein Augenlidschlag zu dir zurückkehrt. Yahya ibn Aktham fragte, wieso hat Suleiman nicht selber den Thron geholt? Wieso ließ er Asif ibn Barkhia den Thron holen? Und der Imam a.s. sagte, er hätte es selber machen können, Suleiman hätte es selber machen können, aber er wollte damit zeigen, wer sein Nachfolger ist. Deswegen hat er Asif ibn Barkhia beauftragt. Er sagte, okay.
Dritte Frage. Ist es nicht so, dass wir immer Sujud zu Allah subhanahu wa ta'ala machen? Wie kommt es, dass Ya'qub Sujud zu Yusuf a.s. machte? Und der Imam a.s. sagte, es gibt zwei Arten von Sujud. Einmal die Niederwerfung der Anbetung und einmal die Niederwerfung des Gehorsams. Als Allah subhanahu wa ta'ala die Engel zur Niederwerfung befohlen hatte, war das die Niederwerfung des Gehorsams, nicht die Niederwerfung der Anbetung. Und genauso war die Niederwerfung von Ya'qub zu Yusuf die Niederwerfung des Gehorsams und nicht der Anbetung. Er sagte, okay. Vierte Frage, als Imam Ali a.s. die Leute von Jamal, von der Kamelschlacht, bekämpft hatte, ließ er dann die Gefangenen laufen. Er ließ sie alle gehen. Er hat sie nicht verfolgt. Aber die von Sufin hat er festgenommen. Wieso? Der Imam a.s. sagte, diejenigen, die in Jamal waren, die in der Kamelschlacht waren, diese, als der Krieg vorbei war, waren sie nicht darauf aus, einen weiteren Krieg gegen ihn zu führen. Deswegen hat er sie laufen lassen. In Sufin hingegen waren diejenigen dafür, dass nach der Schlacht, sie hatten vor, einen weiteren Krieg gegen ihn zu führen. Und immer, wenn sie eine Waffe in der Hand gehabt hätten, hätten sie Krieg gegen den Imam geführt. Deshalb hat er sie festgenommen. Er sagte, okay. Die fünfte Frage. Ich habe eine Frage zu Sura 31, Vers 27. Jetzt kommt die Frage zum Koran. Und Al-Muhtasim war, er wusste, was jetzt von einer Frage kommt. Er war jetzt stolz. Er sagte, wenn er jetzt diese Frage beantwortet, dann lasse ich ihn gehen. Dann habe ich genug gesehen. Weil er war erstmal nicht zufrieden. Er wollte das sehen, was Al-Ma'mun gesehen hat. Er sagte, wenn er jetzt diese Frage beantworten kann, dann bin ich zufrieden. Was war die Frage? Yahya sagte, der Koran sagt in Sura 31, Vers 27, und wenn auch das, was es auf der Erde an Bäumen gibt, Schreibrohre wären, und das gesamte Meer und danach sieben weitere Meere als Nachschub, also Tinte, wären, würden die Worte Allahs nicht zu Ende gehen, denn Allah ist allmächtig und allweise. Und die Frage war, benenne mir die Meere, die sieben Meere, die genannt werden, und benenne mir die Worte, die Allah subhanahu wa ta'ala hier meint. Und Al-Mu'tasim hat sich schon die Hände gerieben, diese Frage wird er niemals beantworten können. Und der Imam, salawatullahi wasalamu alayhi, wenn wir sagen, sein Wissen ist göttliches Wissen, hat alle sieben Meere benannt, und hat gesagt, und die Worte Allahs sind wir, die Al-Muhammad. Denn wenn alle Bäume auf der Erde Schreibrohre wären und die Meere Tinte wären, so würde man nicht unsere Vorzüge erfassen können. Das war Imam Al-Hadi a.s. bereits zu jungen Jahren. Das war der vergessene Imam a.s. zu jungen Jahren. Nach Al-Mu'tasim kam Al-Mu'tasim hat ihm dann gesagt, okay, du darfst nach Medina gehen, du darfst in der Prophetenmoschee unterrichten. Nach Mu'tasim kam der nächste Khalif, Wathiq. Und innerhalb dieser beiden Khalifen hatte der Imam a.s. ein relativ angenehmes Leben. Er konnte frei unterrichten, er konnte frei seine Lehren praktizieren und weiter unterrichten. Eine der wertvollsten Unterrichte, die Imam Al-Hadi a.s. zu dieser Zeit gab, war der Unterricht in der Prophetenmoschee in Medina. Was hat er unterrichtet? Die Sahifa von Imam Ali ibn Abi Talib a.s. Imam Ali ibn Abi Talib hatte, könnte man sagen, ein Buch, wo er sich immer die Lektionen des Propheten aufgeschrieben hat. Also so wie man beispielsweise in der Uni, wenn der Professor redet, man schreibt ja immer was dazu. Im Normalfall, in der Regel, schreibt man ja immer was dazu. Imam Ali a.s. war genauso. Er hatte immer ein Buch bei sich und hat immer alles aufgeschrieben, was der Prophet gesagt hat. Dieses Buch bezeichnet man als Sahifa von Imam Ali a.s. Nicht irgendwie ein anderes Koran, so wie Sahifa Fatima, die Schiiten haben einen anderen Koran und so weiter, alles Blödsinn. Sahifa von Imam Ali war das, was der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi gesagt hatte. Und der Imam a.s. ging von Imam Ali zu Imam al-Hassan, zu Imam al-Hussein, bis es zu Imam al-Hadi a.s. kam und zur Zeit bei Imam Sahib al-Asr wa al-Zaman, ajalallahu faraj al-Sharif, vorhanden ist. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Beispielsweise eine dieser Lektionen und eine dieser Überlieferungen war, der Glaube, Ali ibn Abi Talib schrieb in seinem Buch, ich hörte den Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sagen, der Glaube des Menschen ist im Herzen und es wird bestätigt durch seine Taten und es wird bewiesen durch seine Zunge. Der Glaube des Menschen, wo ist es in erster Linie? In seinem Herzen. Aber reicht es aus? Nein, es wird bestätigt durch seine Taten.
und unterstützt durch seine Zunge. Wie viele Leute kennen wir heutzutage, die sagen, Alhamdulillah, ich brauche nicht beten, ich brauche nicht Kopftuch anziehen, ich brauche nicht zu fasten, ich brauche dies und jenes nicht, mein Herz ist rein, Alhamdulillah. Reicht es aus? Nein. Dieses Herz, wenn der Glaube im Herzen wirklich ist, die Taten müssen dieses Herz bestätigen. Die Taten müssen diesen Glauben bestätigen. Manche kommen und fragen, mein Herz ist rein, aber ich bete nicht. Was wird Allah subhanahu wa ta'ala am Tage des Gerichts mit mir machen? Ja, dann wird er dein Herz in Jannah tun und den Rest in die Hölle. Ganz einfach. Das Herz und die Taten und das, was wir nach außen hin spiegeln, sind Spiegelbilder des eigenen Herzens. Niemand kann von sich behaupten, ich habe ein reines Herz, aber ich mache eine Sünde nach der anderen. Welches Herz kann Sünden machen? Und erklärt euch nicht selbst als rein. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt den Menschen als rein. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahl al-bayt wa yutahhirakum tathira. Allah will nur die Unreinheit von euch fernhalten, o ihr Ahlul-Bayt, und euch rein und lauter machen. Nicht der Mensch erklärt sich selber als rein. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt den Menschen als rein. Und das nur, wenn der Glaube im Herzen rein ist und er durch die Taten bestätigt wird. Das war beispielsweise eine Lektion von Imam Al-Hadi, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Zweitens, die Bittgebete, die er den Menschen beigebracht hatte. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, 43 Bittgebete hat der Imam alayhi salam uns hinterlassen. Weiterhin hat er eine Ziyara hinterlassen, die eventuell nach Ziyarat Ashura die stärkste Ziyara ist, die wir in der Rechtsschule der Ahlul Bayt haben, überhaupt. Nach Ziyarat Ashura. Ziyarat Jami'a al-Kubra. Wer hat schon mal was davon gehört? Ziyarat al-Jami'a. Diese Ziyara, die Gelehrte sagen, wenn wir den Rang der Imame kennenlernen wollen, dann sollen wir diese Ziyara lesen gehen. Deswegen schauen wir, wie sind wir mit dem Erbe von Imam al-Hadi a.s. umgegangen. Die stärkste Ziyara nach Ziyarat Ashura ist von Imam al-Hadi a.s. Ziyarat Jami'a al-Kubra. Hört euch diese Ziyara mal an. Geht heute, wenn ihr nach Hause kommt, Google oder YouTube, tippt ein Ziyarat Jami'a al-Kubra und dann hört euch dieses Bittgebet mal an. Eine Übersetzung ist sicherlich vorhanden. وَإِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُ عَلَيْكُمْ. Und in dieser Ziyara wird die Position des Imams beschrieben, welche Aufgaben er hat, welche Rolle er hat, welchen Rang er hat. Diese Ziyara beschreibt den genauen Rang des Imams, a.s., welchen Rang und welche Position er hat. Mit anderen Worten also, in der Zeit von Al-Mu'tasim und Al-Wafiq hatte der Imam, a.s., ein relativ angenehmes Leben. Danach aber war die Zeit des angenehmen Lebens vorbei. Danach kam einer der schlimmsten Khalifen in der islamischen Geschichte, Al-Mutawakkil al-Abbasi. Al-Mutawakkil al-Abbasi hat 47 Mal versucht, das Grab von Imam Abi Abdullah al-Hussein a.s. zu zerstören. 47 Mal hat er versucht, sein Grab zu zerstören. Und wäre nicht Allah subhanahu wa ta'ala, wäre nicht die Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, dann wäre nichts heute vom Grab des Imams übrig geblieben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala schützt sein Licht. Und er hatte besonderen Hass gegen die Ahlul Bayt und gegen die Anhänger der Ahlul Bayt alayhi salam. Und das hat sich kristallisiert bezüglich einem Gefährten namens Ibn Sakit. Ibn Sakit war ein Lehrer oder war der Lehrer von den beiden Söhnen von Al-Mutawakkil al-Abbasi. Aber er hat heimlich mit der Ahlul Bayt a.s. sympathisiert. Und irgendwann merkte Al-Mutawakkil, dass seine Söhne langsam Zuneigung entwickeln zu Ali und Fatima a.s. Er ging also zum unangemeldet zum Klassenraum, sagen wir mal, von den beiden, kam herein, grüßte den Lehrer, lobte ihn und dann fragte er so nebenläufig, wer ist dir lieber, meine beiden Söhne oder die Söhne von Ali, also Hassan und Hussein? Wer ist dir lieber? Meine Söhne oder die Söhne von Hassan oder die Söhne von Ali, also Hassan und Hussein. Und er sagte, Qanbar, der Diener von Imam Ali, ist mir lieber als du und deine beiden Söhne. Was hat dieser Verbrecher gemacht? Er ließ ihn sofort die Zunge rausschneiden von dem Lehrer. Er sagte, du redest so mit mir, kommt, trennt seine Zunge. Solch ein Verbrecher war Al-Mutawakkil al-Abbasi, la'natullahi ta'ala alayhi. Als Mutawakkil Khalif wurde, war er in Samarra. Imam al-Hadi war wo? In Medina. Al-Mutawakkil merkte, Imam al-Hadi hat inzwischen großen Einfluss unter den Massen bekommen.
Und die Geburt des Al-Mahdi, ajallallahu faraj al-Sharif, dürfte irgendwo in der Nähe sein. Also zeitlich müsste es jetzt irgendwann kommen. Weil sie wussten, Imam al-Hadi ist der 10. Imam der Rafida, wie sie gesagt haben. Und der Prophet sagte, ich hinterlasse euch 12 Khalifen. Das heißt, Imam al-Mahdi müsste irgendwann in dieser Zeit kommen. Al-Mutawakkil sagte, ich kann Imam al-Hadi nicht in Medina unbeobachtet lassen. Er muss nach Samarra kommen. Das ist der Grund, wieso Imam al-Hadi a.s. in Samarra begraben ist. Genauso wie damals sein Großvater, Imam Rida a.s., von seiner geliebten Umgebung in Al-Madina einsam gereist ist nach Khurasan, dem heutigen Mashhad. Al-Mutawakkil Abbasi sagte genau das Gleiche. Ich kann Imam al-Hadi nicht alleine und unbeobachtet in Medina lassen. Er muss hier bei mir sein, unter Hausarrest. Und ich sage euch, kein Khalif hat einen Imam so sehr unter Hausarrest gestellt wie Al-Mutawakkil Imam al-Hadi, salawatullahi wa salamu alayhi. Er ließ einen seiner Gouverneure rufen, namens Yahya. Er sagte, oh Yahya, nimm 300 Soldaten, geh nach Al-Madina und hol Ali al-Hadi und sag ihm, der Khalif will, dass du nach Samarra kommst und dass du dort leben sollst. Dieser Yahya sagte, okay. Er nahm eine Armee von 300 Leute und sie machten sich auf den Weg von Samarra nach Medina. Und jetzt geschah eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und ich weiß, ihr liebt Geschichten. Spätestens seit der Biografie von Imam Al-Kadhim a.s. habe ich gemerkt, Geschichten mögt ihr. Deswegen nehme ich da mal einige, natürlich Überlieferungen, die zu jener Zeit dann geschehen sind. Als die Armee von Al-Mutawakkil, also die 300 Soldaten, auf dem Weg von Samarra nach Medina waren. In dieser Armee war unter anderem ein Khariji dabei und ein Schia, ein Anhänger von Ali ibn Abi Talib. Jetzt mag man sich fragen, wie kann ein Anhänger von Ali ibn Abi Talib in der Armee von Mutawakkil sein? Er hat für die Regierung gearbeitet. Ein Khariji und ein Schiite, ein Anhänger von Ali. Sie machten sich auf den Weg und mussten eine große Wüste durchlaufen. Und dann sagte der Khariji plötzlich zu dem Schiiten, um ihn ein bisschen zu ärgern, ist ja heute nicht viel anders. Er sagte, Ali ibn Abi Talib hat so eine merkwürdige und unsinnige Aussage. Er sagte, was denn? Er sagte, euer Imam sagt, in jeder Erde oder jede Erde, jedes Stück Erde ist ein Grab für eine bestimmte Person. Wer soll hier in dieser Wüste, wo keine Menschenseele ist oder kein Lebewesen ist, wer soll denn hier bitteschön begraben werden? Oder wer soll hier sterben? Wessen Grab soll dieser Ort hier werden? Es bestimmt, was redet euer Imam da? Und der Schiite wusste nicht, was er antworten soll. Er sagte, wenn Imam Ali das sagte, dann wird es stimmen. Ich weiß aber auch nicht, wieso. Gut, sie gingen weiter und erreichten Medina. Sie gingen zu Imam al-Hadi a.s. und sahen, wie er und seine Angehörigen gestrickt haben. Dicke Sachen zum Anziehen. Quasi Wolle und dicke Sachen, die man anziehen soll. Sie haben gestrickt. Und die Leute haben gesagt, was ist das für einer? Wir haben gerade Sommer im Irak. Irak ist eines der heißesten Orte der Erde, vielleicht im Sommer. Und der strickt gerade dicke Sachen, mit dem stimmt irgendwas nicht. Er sagte, oh Ali, der Khalif der Muslime, Al-Mutawakkil, wünscht, dass du mit deiner Familie nach Samarra kommst. Wieso, weshalb? Er sagt, das ist ein Befehl, wir müssen dich nach Samarra holen. Der Imam sagte, okay, warte 3 Tage, dann bin ich bereit, mit euch zu kommen. Am dritten Tag hat der Imam gesagt, okay, machen wir uns auf den Weg. Sie machten sich auf den Weg zurück von Medina nach Samarra. Und sie kamen wieder diese große Wüste entlang. Und sie sahen von Weitem ein Blizzard kommen. Blizzard, wisst ihr, was das ist? Ein Schneesturm quasi, ein kalter, dieser Blizzard in Amerika hört man das ab und zu mal, dass ein Blizzard kommt. Von einem Tag auf den anderen ist alles verschneit und alles vereist und alles gefroren, weil ihr wisst, das Klima der Wüste unterscheidet sich. Nachts ist es extrem kalt und tags ist es extrem heiß. Sie sahen von Weitem, ein Blizzard kommt. Imam al-Hadi a.s. hat die dicken Sachen verteilt an diejenigen, die es genommen haben. Dann, Blizzard ist vorbei, die überlebt haben, haben überlebt, 80 sind gestorben. Danach ist Imam al-Hadi zu diesem Schiiten gegangen und er sagte, mein Großvater Ali ibn Abi Talib hat recht, wenn er sagt, dass jedes Stück Erde ein Grab für eine Person sein wird. Und der Schiite sagte, ich wollte nur wissen, woher der Imam wusste, dass ich genau an dieser Stelle eine Diskussion mit dem Khariji hatte und dass wir genau darüber gesprochen haben. Und dass der Imam jetzt zu mir kommt und das sagt. Der Imam a.s. wurde geführt nach Samarra. Und er wurde in ein kleines Haus untergebracht mit seiner Familie
Und er stand unter Hausarrest und Beobachtung. Er durfte nicht raus, der Kontakt war komplett abgebrochen von den Menschen. Er war unter Hausarrest, der Imam, salatullahi wa salamuhu alayhi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah, salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kurze Zeit später wurde Al-Mutawakkil al-Abbasi krank. Und er lag im Sterbebett. Und man wusste nicht, was man machen soll. Wer kam zu Imam al-Hadi? Seine Mutter. Die Mutter von Al-Mutawakkil. Sie kam zum Imam und sagte, O Sohn des Gesandten Gottes, ich entschuldige mich dafür, was mein Sohn mit dir getan hat. Aber er liegt gerade im Sterbebett. Wir finden keine Hilfe, wir finden keine Heilung. Bitte hilf uns. Bitte tu etwas, dass er wieder gesund wird. Und der Imam a.s. schaut, diese Liebe und dieses Herz und diese Barmherzigkeit, die können wir nicht begreifen. Jeder andere hätte gesagt, er ist so mit mir umgegangen, er hat mich aus Medina geholt, er hat mich unter Druck, unter Hausarrest gestellt. Niemals werde ich sowas für ihn tun. Kann er vergessen? Der Imam sagte, wenn du mich um etwas bittest, dann gib ihm etwas Lammfleisch zu essen und gib ihm Rosenwasser zu trinken und Allah wird ihn, wenn er möchte, heilen. Und sie hat ihm Lammfleisch gegeben, etwas Rosenwasser zu trinken und er wurde geheilt. Al-Mutawakkil hat, als er krank war, ein Gelübde gemacht, Nidr gemacht. Er sagte, wenn ich gesund werde, werde ich ein Mal Kathir spenden. Wieso sage ich das auf Arabisch? Werde ich gleich sagen. Mal Kathir bedeutet viel Geld oder viele Güter spenden. Mal Kathir spenden. Und er wurde daraufhin gesund. Und die Mutter von Mutawakkil kam zu Imam al-Hadi und hat ihm einen Beutel von 10.000 Dinar gegeben. Ein Spion von Al-Mutawakkil Abbasi hat gesehen, wie die Mutter von Mutawakkil Imam al-Hadi 10.000 Dinar gegeben hat. Er ist zu Mutawakkil gegangen und hat gesagt, deine Mutter hat oder eine Person hat 10.000 Dinar Imam al-Hadi gegeben. Er plant bestimmt irgendwas, er plant bestimmt eine Armee mit dem Geld, um dich zu bekämpfen. Schaut, als hätten die Imame a.s. nichts anderes zu tun, als Armeen aufzustellen und Kriege zu führen. Mutawakkil Abbasi sagte, wenn das so ist, geht jetzt mitten in der Nacht, geht zum Haus, weckt alle auf, ist mir egal, bringt mir den Imam sofort in meinen Palast. Und einer der Soldaten, Sa'id hieß er, ging zu Imam al-Hadi, betrat das Haus, es war dunkel. Es war nicht so, dass man Lichtschalter betätigt und Licht kommt. Es war dunkel, er betrat das Haus und er hörte eine Stimme, die sagte, O Sa'id, warte, hier hast du eine Kerze, damit der Weg für dich beleuchtet wird. Und er schaute, wer das war, Imam al-Hadi brachte ihm eine Kerze, dem eigenen Eindringling in sein Haus. Was möchtest du? Er sagt, wir müssen dein Haus durchsuchen. Wieso? Du hast 10.000 Dinar, du planst bestimmt irgendetwas. Woher hast du dieses Geld? Er sagte, das war ein Geschenk von der Mutter von Al-Mutawakkil, weil er geheilt wurde. Er sagte, nein, wir glauben dir nicht. Sie haben das Haus durchsucht und sie haben den Imam mit größter Demütigung zum Palast von Al-Mutawakkil Abbasi gezerrt. Und auch dort hat er gefragt, was ist mit dem Geld? Er sagte, das war ein Geschenk deiner Mutter, weil du geheilt wurdest, weil ich ihr gesagt habe, was sie tun musste, damit du geheilt wirst, als du im Sterbebett gelegen hast. Er sagte, okay, wenn das so ist, geh zurück nach Hause. Imam al-Hadi a.s. wurde seit diesem Augenblick jede Woche mitten in der Nacht von seinem Haus rausgerissen und zum Palast von Al-Mutawakkil Abbasi gebracht, als Demütigung, einfach um den Imam zu demütigen. Jede Woche hat man das mit ihm gemacht. Und viele Geschichten und Überlieferungen werden berichtet von diesen Ereignissen, was geschah, als der Imam a.s. mitten in der Nacht im Palast von Mutawakkil Abbasi kam. Eines der berühmtesten Gedichte, die wir von Imam al-Hadi waren. Das Gedicht mussten wir damals in der arabischen Schule auswendig lernen. Einmal wurde Imam al-Hadi zum Palast von Al-Mutawakkil gebracht. Und Al-Mutawakkil war betrunken. Er hatte Alkohol vor sich, hat getrunken, hat dem Imam Alkohol angeboten. Stellt euch vor, allein dieses Verbrechen, der Gedanke, dass man einem reinen Imam Alkohol anbietet. Der Imam sagte, nein, ich trinke so etwas nicht. Und Al-Mutawakkil sagte, rezitiere mir ein Gedicht. Er sagte, nein, wir sind keine Leute der Gedichte. Er sagte, nein, rezitiere mir ein Gedicht, ich bestehe darauf. Und der Imam rezitierte ihm folgendes Gedicht. Hört genau zu. Das sind die Worte von Imam al-Hadi, salatullahi wa salamu alayhi. Hört genau diese Worte. Er sagte, sie waren auf den Gipfeln der Berge von starken Männern bewacht. Und dennoch hatten die Gipfel nichts genützt ihnen. Sie wurden von ihren Festungen nach so viel Stärke hinabgestoßen und in Gruben wohnhaft gemacht. Sehr elend ist die Unterkunft von ihnen.
Ein Rufender hat sie nach ihrem Begräbnis gerufen. Wo sind nun eure Armbänder, die Kronen und die Juwelen? Wo sind diese ganzen Sachen, die ihr als Könige getragen habt, die Kronen und Juwelen und die Paläste und das, was ihr, womit ihr euch geschmückt habt? Wo ist das alles nun, während ihr jetzt im Grab liegt? Wo sind die Gesichter, die im Wohlstand waren, für die Vorhänge aufgezogen worden sind und Hüllen? Wenn diese Person hereinkam, sind alle aufgestanden, Vorhänge aufgemacht, man hat dieses Gesicht geehrt. Wo sind diese Gesichter nun? Da sprach dann das Grab über sie, als es befragte sie, diese Gesichter werden jetzt umkämpft von Würmern. Das ist das Ende des Menschen. Am Ende liegt er im Grab, ein Verwesungszustand und Würmer kommen und essen ihn. Und selbst wenn er Milliardär in dieser Welt gewesen wäre, selbst wenn er im teuersten und größten Palast in dieser Welt gelebt hätte, am Ende liegt er im Grab und Würmer fressen ihn auf, diesen Menschen, der sich so sehr um seinen Körper bemüht, der jeden Tag 30 Stunden Fitness macht, damit er schöne Muskeln bekommt, umso mehr Nahrung für die Würmer am Ende. Nichts gegen diejenigen, die Fitness, natürlich. Das war jetzt nur ein metaphorisches Beispiel. Ja. Da sprach dann das Grab über sie, als es befragte sie, diese Gesichter werden jetzt umkämpft von Würmern. Lange Zeit gegessen und getrunken haben sie und heute werden sie, nachdem sie gegessen haben, selber aufgefressen von Würmern. Es gab Tage, wo ihr euch die Bäuche vollgehauen habt, jetzt sind die Würmer dran, euch aufzuessen. Das sagte Imam al-Hadi ins Gesicht von al-Mutawakkil al-Abbasi. Häuser gebaut, um darin zu wohnen, haben sie lange und dann haben sie sich getrennt von den Häusern und der Familie und sind ins Grab umgezogen. Eigentum angehäuft und aufgespart haben sie lange, dann haben sie es auf die Feinde verteilt und sind fortgezogen. Lange haben sie gekämpft, Kriege geführt, Menschen getötet, um Güter anzuhäufen. Und dann sind sie tot und der Feind kommt und nimmt sich das alles wieder zurück. Diesseits verloren und jenseits verloren. Aber trotz dieser ganzen Demütigung hat sich der Imam nicht einmal beschwert. Und eines Tages wurde er auch wieder gezerrt, mitten in der Nacht, in den Palast von Al-Mutawakkil Abbasi. Und Al-Mutawakkil hatte dann folgendes Problem. Er hatte ja ein Gelübde gemacht, dass er mal Kafir viel Güter spenden wird, wenn er gesund wird. Er befragte manche Gelehrte, manche sagten, du musst 1000 Dinar spenden. Andere sagten, du musst 100.000 Dinar spenden. Er sagte, holt mir Ali al-Hadi, er soll mir die Frage beantworten. Sie holten ihn wieder mitten in der Nacht rausgezerrt aus seiner Wohnung, sagten, wie viel muss ich spenden, mal Kathir? Er sagte, 83 Dirham, 83 Dinar. Sagte, wie, 83 Dinar, wie kommst du denn darauf? Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran in Surah 9, Vers 25, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا. Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen. Und sie fragen, und, was heißt das? Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala benutzt das Wort Kathir. Und Allah subhanahu wa ta'ala verhalf dem Propheten bei 83 Siege. Deshalb Kathir, wenn wir es interpretieren wollen im Koran, Kathir sind die Zahl 83. Spende 83 Dinar, Dirham, Dinar, was auch immer. Spende 83 Dirham. An einer anderen Stelle wurde der Imam wieder mitten in der Nacht rausgezerrt, als gäbe es keinen anderen Zeitpunkt. Einfach um den Imam zu demütigen. Mitten in der Nacht in dem Palast von Al-Mutawakkil. Was ist los? Ein Christ hatte Zina mit einer Muslima gemacht. Und die Frage war, wie sollen wir ihn jetzt bestrafen? Der arme Yahya ibn Aktham war wieder da. Der hat wirklich ein grausames Leben. Er wurde wieder gefragt, was soll er tun? Weil hier hat der Christ, bevor die Strafe auf ihn angewendet werden konnte, hat er die Shahada gemacht. Er wurde quasi Muslim. Yahya ibn Aktham sagt, okay, er wurde Muslim. Das heißt, alles, was er zuvor getan hat, wird ihm verziehen und wir müssen ihn laufen lassen. Andere Gelehrte sagten, nein, dürfen wir nicht, er muss bestraft werden. Imam al-Hadi a.s. kam, er wurde gefragt, er sagte, nein, er muss bestraft werden. Wieso? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, diejenigen, wenn sie die Strafe Gottes sehen, Muslime werden. Pharaon. Was ist mit ihm geschehen? Als er am Ertrinken war, sagte er, oh, jetzt glaube ich an den Herr von Musa a.s. Aber das wird ihm nichts bringen. Deswegen muss er bestraft werden. Eine andere Angelegenheit oder eine andere Geschichte, die dann geschehen ist. Wieder wurde der Imam mitten in der Nacht rausgezerrt. Diesmal kam eine Frau zu Al-Mutawakkil Abbasi und er fragte sie, wer bist du? Sie sagte, ich bin Zainab. Er sagte, Zainab, die Tochter von wem? Sie sagte, Zainab, die Tochter von Ali ibn Abi Talib. Er schaute sie an, er schaute seine Gefährten an.
Er sagte, ich weiß, normalerweise trinke ich viel, aber diesmal bin ich wirklich nicht betrunken. Hört ihr das auch, was die Frau da sagt? Sie sagten, ja. Wer bist du? Ich bin Zainab, die Tochter von Ali ibn Abi Talib, die Schwester von Hussein ibn Ali. Er wusste nicht, was er sagen soll. Er sagte, holt mir Ali al-Hadi. Sie holten wieder Imam al-Hadi, mitten in der Nacht rausgezerrt, haben ihn gebracht und sagte, hier ist eine Frau, schau, was ihre Angelegenheit ist. Und ich habe wirklich nicht getrunken. Sie sagt, sie ist die Schwester von Imam Hussein, die Tochter von Ali ibn Abi Talib. Und der Imam a.s. fragt sie, wer bist du? Sagt, ich bin Zainab. Zainab wer? Die Tochter von Ali. Ali wer? Welchen Ali meinst du? Ali ibn Abi Talib. Die Schwester von wem? Die Schwester von Imam Hussein. Welcher Hussein? Hussein, der in Karbala getötet wurde. Okay, was ist jetzt hier los? Der Imam a.s. sagte, ich habe eine Lösung. Oh, Mutawakkil, du hast doch einen Käfig, richtig? Er sagte, ja. Er sagte, in diesem Käfig sind Löwen, richtig? Er sagte, ja. Er sagte, wenn Zainab a.s. einen Käfig betreten würde, wo Löwen sind, kein Löwe würde sich ihr nähern und ihr etwas tun. Er sagte zu der Frau, wenn du Zainab bist, geh in diesen Käfig rein. Was hat sie gemacht? Sie war ein bisschen klug scheinbar. Sie sagte, du sagst doch, du bist doch der Sohn des Propheten und der Sohn von Fatima. Dann müsste es doch bei dir genauso sein. Geh du doch in den Käfig rein. Der Imam sagte, kein Problem. Macht mir den Käfig auf. Die Überlieferung, sunnitische und schiitische Überlieferung führen dieses Ereignis auf. Und ihr kennt sicherlich diese Bilder, die man ab und zu auf Facebook sieht. Der Imam ging in diesen Käfig rein und die Löwen kamen zu ihm, haben sich neben ihn hingesetzt und sich vor ihm verbeugt. Und dann die Frau sagte, okay, ich habe genug gesehen, ist weggegangen. Ja, soll sie jetzt die Nächste sein, die in den Käfig geht? Ich glaube nicht, dass die Löwen genau das Gleiche mit ihr gemacht hätten. Imam al-Hadi, salatullahi wasalamu alayhi, wurde also, um es jetzt kurz zu machen, ich glaube, ihr seid auch schon müde geworden. Du vielleicht nicht, aber andere schon. Imam al-Hadi, a.s., wurde also in jener Zeit stark unterdrückt und die Verbindung zwischen ihm und den Menschen wurde gekappt. Er hatte keinerlei Kontakt zu den Menschen. Was wurde hier etabliert? Briefe und Botschaften. Und jetzt kommen wir zum Schluss, nämlich heutzutage lesen wir doch die Risale al-Amaliyya und Rechtswerke von den Gelehrten. Den Ursprung, den Anfang haben diese Werke von den Briefen von Imam al-Hadi a.s. Wie viele Sachen haben wir hier im Leben, die wir kennen, aber wo wir nicht wissen, dass ihr Ursprung bei Imam al-Hadi a.s. ist. Imam al-Hadi hat Briefe bekommen von den Menschen, zahlreiche Fiqh-Angelegenheiten, hat diese beantwortet und wieder zurückgeschickt. Deswegen sagt man, der Fiqh wurde etabliert von Imam al-Baqir, Imam al-Sadiq und Imam al-Hadi a.s. Das hört man sonst nie. Wenn man ein Mujtahid werden will in der heutigen Zeit, muss man die Briefe studieren, die Imam al-Hadi a.s. geschrieben hatte. Solch einen Wert hatte der Imam für die Schiiten. Und wir wissen nichts über ihn. Beispiel, eine der Fragen war, wenn eine Frau ein Kind stillt und es ist der Monat Ramadan, muss sie fasten oder nicht? Der Imam sagte, nein, sie muss nicht fasten. Eine andere Frage war, wenn ich bete und jemand läuft vor mir, wird das Gebet ungültig oder nicht? Der Imam sagte, nein, das Gebet wird nicht ungültig. Bei anderen Rechtsschulen mag es anders sein. Und so weiter. Viele, viele weitere Fragen wurden dem Imam a.s. gestellt und er hat sie beantwortet. Und so hat sich eine große Sammlung an Fiqh-Fragen angehäuft, die uns bis heute erhalten geblieben sind. Die Briefe von Imam al-Hadi a.s. Bis dann al-Mutawakkil Abbasi starb. Er wurde von seinem eigenen Sohn übrigens umgebracht. Dann wurde sein Sohn Khalif für 6 Monate, dann starb auch er. Dann kam ein anderer Khalif, bis der Khalif Al-Mu'taz kam. Und dieser Khalif sagte, Imam al-Hadi hat genug Einfluss. Und er hat genug Einfluss auf die Menschen ausgeübt. Ich werde das tun, was die vorigen Khalifen vor mir nicht geschafft haben. Ich werde den Imam vergiften. Und so kam es dann, dass der Khalif Al-Mu'taz den Imam salatullahi wasalamu alayhi Gift ins Essen gelegt hat und ihn letztendlich vergiftet hatte. Und als der Imam alayhi salam im Sterbebett lag, sagte er, kümmert euch nicht um mich, geht und besucht das Grab meines Großvaters Imam Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. Und sie schrieben zu ihm, weshalb, du hast doch den gleichen Rang wie er. Und der Imam sagte, niemand hat den gleichen Rang wie mein Großvater Hussein ibn Ali salatullahi wasalamu alayhi. Und jetzt sehen wir wieder, ihr erinnert euch, immer wenn wir zum Todeszeitpunkt eines Imams kommen, haben die Imame nur eine Person im Sinn, Imam al-Hussein a.s. Ihr erinnert euch, wir sind die Imame alle durchgegangen.
bis zum letzten Augenblick. Und bei jedem Imam war es so, dass ihre letzten Worte die Erinnerung an ihren Großvater Imam al-Hussein a.s. war. Sei es, legt mich auf den heißen Boden, ich will das spüren, was mein Großvater Hussein gespürt hat. Sei es, dass der Sohn des Imams auf seine Brust kam und der Imam ihn entfernte und sagte, du bist jetzt auf meiner Brust, weißt du denn nicht, wer auf der Brust von meinem Großvater Hussein saß, als er starb? Alle Imame hatten nur einen Imam in ihrem Sinn, als sie verstarben, das war Imam al-Hussein salatullahi wa salamu alayhi. Bis dann letztendlich Imam al-Hadi alayhi afdal salatu wassalam verstarb und nach ihm das Imamat seines Sohnes Imam Hassan al-Askari alayhi salam begann, worüber inshallah wir nächste Woche ausführlich sprechen. Inshallah nächste Woche ist der verehrte Sheikh dran, tut mir leid. Übernächste Woche die Biografie von Imam Hassan al-Askari salatullahi wassalamu alayhi walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali bayti at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala محمد وعلي محمد.